Willkommen zu einem weiteren Video unserer How-To-Reihe zu Pentaho. Heute geht es um den messbaren Nutzen von Vorhersagemodellen. Aktuell schafft es nur die Hälfte aller Machine Learning Modelle in die Praxis. Dadurch können Probleme wie Verzögerungen in den Projekten entstehen. Die Datenanalysten können das Gefühl bekommen, dass ihre Arbeit keinen Nutzen hat, und auch die Führungskräfte können zu diesem Entschluss kommen. Anstatt dass der wahre Vorteil erkannt wird, der bei richtiger Anwendung von Vorhersagemodellen entsteht. Schauen wir uns daher zuerst einmal die Gründe an, warum am Ende so wenige Modelle zum Einsatz kommen. Zum einen können ungenügende Kenntnisse beim Deployment ein Problem darstellen. Data Scientists verbringen häufig sehr viel Zeit mit der Datenaufbereitung und Modellbildung, sodass sie sich nicht um die Deployment-Pipeline kümmern können. Außerdem kann es bei der Modellentwicklung schwer sein, das beste und effizienteste Modell zu identifizieren. Bei der Skalierung auf Unternehmensebene ist es schwierig, ein Modell vom eigenen Laptop in die Datenarchitektur des Unternehmens und die existierenden Datenpipelines zu verschieben. Um diese Herausforderung zu meistern, bietet Pentaho einen Step zur Ausführung von Python oder R-Skripten an. Er hilft bei der Erstellung, Überwachung und Wartung der Modelle, um die damit gesetzten Geschäftsziele zu erreichen. Es gibt drei Schlüsselfunktionen in Pentaho, die dabei helfen, die Organisation von Vorhersagemodellen zu verbessern und eine höhere Zufriedenheit in ihrer Datenorganisation zu erzeugen. Zuerst die grafische Entwicklungsumgebung und Datenmodelle, die ohne Umkodierung für andere Herausforderungen genutzt werden können. Existierende Datenpipelines und Machine Learning Modelle können verwendet werden, also muss das Rad nicht neu erfunden oder die Datenpipeline neu entwickelt werden. Und zuletzt können Sie weiterhin Ihre eigenen Machine Learning Modelle mit bekannten Bibliotheken wie Python oder R erstellen. Die meisten Unternehmen haben Probleme, ihre Modelle zum Laufen zu bringen, weil die Datenanalysten oft in Datensilos arbeiten. Das Ergebnis sind Flaschenhälse bei der Datenaufbereitung und dem Modellerstellungsprozess. Unternehmen haben oft Teams, die ausschließlich mit einem Tool arbeiten. Das eine Team nutzt nur Python mit Jupyter Notebook, während ein anderes Team R mit RStudio verwendet. Das Übertragen von Modellen zwischen diesen beiden Teams kann sehr zeitaufwendig sein, wenn nicht sogar unmöglich, abhängig davon, welche Bibliotheken von welchem Team genutzt werden und wie groß die Expertise ist. Pentaho gestaltet den ganzen Machine Learning Workflow stromlinienförmig und macht es so den Teams an Datenwissenschaftlern, Ingenieuren und Analysten möglich, ihre Vorhersagemodelle zu trainieren, zu verbessern, zu testen und bereitzustellen. Pentaho Data Integration beendet den Stillstand bei Machine Learning, weil die Plattform eine reibungslose Teamzusammenarbeit ermöglicht, die Ressourcen maximiert und Vorhersagemodelle schneller arbeiten können, unabhängig vom Anwendungsfall oder der Sprache. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Mit Pentaho brauche ich nur eine einzige grafische Plattform benutzen, ohne programmieren zu müssen, um die Daten und Eigenschaften zu entwickeln, die fürs Trainieren, Testen und Optimieren meiner Modelle notwendig sind. Diese codefreie Plattform macht das Arbeiten nicht nur schneller, einfacher wartbar und hochperformant, sondern es ermöglicht Teams auch, einfacher zusammenzuarbeiten. Pentaho ermöglicht es den Datenpipeline-Entwicklern, sehr einfach ihre Pipeline den Data Science-Teams bereitzustellen, die die Daten zur Verarbeitung benötigen. Das ist möglich, weil Pentaho als Unified Layer, als Datenendpunkt in dem, wie wir es nennen, Datendienst, für alle Nutzer auftritt. Pentahos Datendienste können via JDBC
so einfach wie jede andere Datenbanktabelle angefragt werden. Dem jeweiligen Data Scientist steht es daher frei, die Entwicklungsumgebung seiner Wahl zu nutzen, um Datendienste anzufragen. Und das ist es, was wir hier erzeugt haben. Eine einzige Pipeline mit denselben Funktionen, die von allen Teams genutzt werden kann, um ihre Datenmodelle zu erzeugen. Die Teams können sich dadurch darauf konzentrieren, ihre Konzepte untereinander zu vergleichen, wie genau die Daten aufbereitet werden oder wie die einzelnen Features der Daten erstellt wurden. Jeder verarbeitet jetzt die gleichen Daten im gleichen Format. Wenn die Daten bereit zur Operationalisierung sind, wenn die Modelle trainiert, getestet und angepasst wurden, sind sie bereit, eingesetzt zu werden. Egal, ob Sie Ihre Daten in einer Batch- oder Stream-Verarbeitungskonfiguration operationalisieren wollen, Pentaho unterstützt beides. Sobald Sie bereit sind, das Modell einzusetzen, ist es so einfach wie das Verschieben des Codes oder Links zu dem existierenden Projekt in die Pentaho-Datenpipeline. Und voilà! Das Modell kann in der Produktionslinie eingesetzt werden. Also, was haben wir nun gelernt? Die Erstellung eines Vorhersagemodells, das in der Praxis Bestand hat, ist nicht einfach. Zu den Schwierigkeiten gehören zum Beispiel fehlendes Wissen und Kenntnisse, Probleme bei der Bereitstellung und Skalierung auf die Unternehmensebene. Wir haben uns dann angesehen, wie Pentaho diese Herausforderung meistert. Durch die Bereitstellung einer Plattform mit grafischer Benutzeroberfläche können Anwender ihre Modelle direkt in die Datenpipeline einbinden und dabei ihre bevorzugte Data Science Bibliothek verwenden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Falls Sie Fragen oder Bedarf haben, kontaktieren Sie uns einfach.